Hallo zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Wir wollen uns heute mal über das Thema Datentypen unterhalten. Und zwar primär soll es mir darum gehen, warum brauchen wir überhaupt Datentypen? Warum ist es notwendig? Und ja, dann gucken wir uns noch ein, zwei Datentypen an, und zwar aus dem numerischen Bereich. Also wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich auf das Thema Zahlen und wie gesagt, warum brauchen wir eigentlich Datentypen? Da beginnen wir mal ganz unten bei der Hardware. Der Speicher, in dem unsere Daten abgelegt werden, das ist unser RAM. Das sieht halt irgendwie so aus. Das ist irgend so eine Einsteckkarte, wo die Speichermodule dann drauf liegen. Wenn wir uns das jetzt mal näher anschauen, erkennen wir, dass ja diese Daten in irgendeiner Struktur organisiert sind. Ja, also wie auch immer das dann im Detail funktioniert, wir sehen einfach, die Daten sind aneinander gereiht, diese Speicherzellen, und dort finden sich jetzt irgendwelche Bitwerte, die wir halt als Hexdaten jetzt in dem Bild dargestellt haben. Gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt unser Speicherbereich, der ist natürlich sehr viel größer, aber beschränken wir uns mal hier auf einen modellhaften Speicher, dann können wir hier irgendwelche Werte identifizieren. Sagen wir mal, wir haben hier eine Speicherzelle, da steht jetzt der Hexwert 5F drin. Und was jetzt auch wichtig ist, dieser Wert hat eine Adresse, diese Speicherzelle. Die würden wir auch in Hex angeben. Und das wäre jetzt 3, 4. Also Hexwert 0x, 3, 4. Das wäre jetzt die Speicherzelle. Und somit hätten wir jetzt die Möglichkeit, dort Daten in irgendeiner Form abzulegen. Nun, meistens wird sie eben, wie wir es hier eben sehen, in einem Hexwerk dargestellt. Da können wir einen vorderen und einen hinteren Block von vier Ziffern festlegen, und so ist auch Hex aufgebaut. F hat die Bitkombination 1, 1, 1, 1 und 5 hätte jetzt die Bitkombination 0, 1, 0, 1. Also die dritte Stelle wäre die 4, die erste Stelle die 1, das macht zusammen 5. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt mit Hex arbeiten, weil wir eine sehr einfache Umrechnung von Hexadezimal in Binär haben und umgekehrt. Warum 8? Weil das als Byte definiert wird oder wurde, und Byte ist die kleinste adressierbare Einheit in unserem Rechner. Das merken wir beispielsweise dann bei booleschen Werten, die eigentlich ja nur ein Bit benötigen würden, trotzdem 8 Bit an Speicher fressen, weil wir einfach nichts Kleineres adressieren können. So, mit dieser Größe arbeiten wir jetzt erstmal. Die Anzahl der verschiedenen Zustände bei 8 Bit sind 2 hoch 8 Zustände, das sind 256 Zustände, die wir abbilden können. Was können wir jetzt mit den 256 Zuständen machen? Wir könnten jetzt sagen, ja, wir machen jetzt Zahlen von 0 bis, und jetzt müssen wir natürlich eins abziehen, 255, weil die 0 gehört ja auch dazu, zu einem definierten Zustand. Das wären dann ganze positive Zahlen. Wir können jetzt einen Datentyp definieren, der eben von 0 bis 255 geht. Java gibt es den nicht. Java kennt keine unsigned Byte-Werte, aber C würde sowas beispielsweise akzeptieren. Wir könnten aber auch auf die Idee kommen und sagen, wir gehen jetzt von minus 128 bis plus 127, also einen negativen bis positiven Zahlenbereich, und wir teilen den dann mit der Hälfte und sagen, 0 ist positiv, also von 0 bis 127 haben wir auch 128 Zustände und von minus 128 bis minus 1 eben genauso. Die Frage ist jetzt, wie macht man das aber? Weil was in der Form nicht geht, zumindest jetzt nicht so, wie wir es hier dargestellt haben, wäre einfach ein Bit zu nehmen, also das linke Bit zum Beispiel, und das, wenn das 1 ist, wäre es negativ, wenn es 0 wäre es positiv. Das Interessante daran, in gewissen Grenzen ist es tatsächlich so, aber anders, wie man denkt. Wenn man das einfach nur mit diesem Bitflag machen würde, dann hätte man die 0 zweimal, und zwar die plus 0 und die minus 0. Das wäre bei Gleitkommazahlen durchaus sinnvoll, da kommen wir auch nochmal kurz drauf, aber bei ganzen Zahlen eben nicht. Also hat man sich was anderes überlegt. Dazu schauen wir uns jetzt nochmal den Binärcode und die Dezimalzahlen an für ein paar Zahlen. Wem das hier zu schnell geht, ich blende oben rechts noch mal ein kleines Video ein, wo wir uns um die Umwandlung von Binär in Dezimal noch mal anschauen. So, wir haben 8 Ziffern zur Verfügung.
Und diese 8 Ziffern haben eine gewisse Wertung, 1 bis 128 oder Gewichtung. Bei den Dezimalzahlen ist es, ja gut, muss ich das jetzt nicht extra dazu schreiben, das haben wir ja so intuitiv drauf, weil wir in Dezimalzahlen denken. Und sagen wir mal, wir haben die 29 Dezimal, das wäre dann in Binär die 11101, also 16 plus 8 wäre 24, plus 4 wäre 28, plus 1 wäre 29. Das heißt, die beiden Zahlen, Binär und Dezimal, wären identisch vom Wert her. Machen wir noch eine andere. Dezimalzahl 11 wäre jetzt binär die 8 plus die 2 plus die 1, also 1, 0, 1, 1. Jetzt können wir die Zahlen dezimal aber auch addieren. Wir können sagen, ja, rechte Spalte, 9 plus 1 würde 0 Übertrag 1 geben. Und dann müssen wir 1 plus 1 plus 2 rechnen, das würde die 4 geben, macht 40. Das ist richtig, 29 plus 11 ist 40. Und genau das Gleiche können wir jetzt auch bei den Binärzahlen machen. Wir würden jetzt hier die 1 und die 1 zusammenzählen. Das wäre ja eigentlich die 2, aber die 2 binär wäre ja 1, 0. Also haben wir die 0 mit Übertrag 1. So, jetzt müssen wir wieder 1 plus 1 plus 0 rechnen, wäre wieder 0 Übertrag 1. 1 plus 0 plus 1, 0 Übertrag 1. 1 plus 1 plus 1 wäre jetzt 3, also 1, 1 binär. Das heißt, wir haben 1 Übertrag 1 und hier haben wir wieder 0 Übertrag 1. Und die restlichen wären jetzt 1 und mit Nullen aufgefüllt. So, und das wäre jetzt auch tatsächlich die 40. Das wäre ja die 32 plus die 8 macht 40. Das heißt, beide Rechnungen kommen natürlich zum gleichen Ergebnis. So, und jetzt gehen wir auf die negativen Zahlen. Negative Zahlen kann man sich ja so vorstellen, dass man eine Zahl mit seinem inversen Element addiert und dann muss das neutrale Element rauskommen. Wenn man das jetzt mal ein bisschen gespreizt ausdrückt, das ist 29 minus 29 muss die 0 ergeben. Das wäre jetzt eine mehr Möglichkeit oder so würden wir jetzt im Dezimalsystem die negativen Zahlen realisieren. Jetzt haben wir hier aber das Minuszeichen als zusätzliches Zeichen, was wir ja in unserem Computer nicht haben. Wir haben ja nur Nullen und Einsen. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir schreiben jetzt hier unsere 29 hin und wollen die mit etwas addieren aus Einsen und Nullen und es muss die Null rauskommen. Was jetzt erstmal nicht möglich ist, weil es muss ja was Größeres rauskommen. Aber wir können jetzt einen kleinen Trick machen. Wir können jetzt ganz links noch eine 1 davor schreiben. Ja, das heißt, wir suchen jetzt die Zahl, die wir mit der 11101 addieren, damit 1 und 8 mal die 0 rauskommt. Das wäre jetzt unser Ziel, weil wenn wir nur 8 Bit ablegen, dann schneiden wir die vordere 1 einfach ab. Wir gehen sozusagen in den Überlauf. So, wie machen wir das? Wir überlegen uns jetzt hier an der Stelle, an der rechten Spalte, womit müssen wir diese schwarze 1 addieren? Also was muss sozusagen statt dem rechten Fragezeichen hin, damit die 0 rauskommt? Und die Antwort ist die 1, weil 1 plus 1 gibt 0 Übertrag 1. So, jetzt haben wir die gleiche Situation. Ich muss 1 plus das Fragezeichen plus die 0 addieren und da muss jetzt wieder 0 Übertrag 1 rauskommen. Hier müssen wir statt dem Fragezeichen die 0 reinschreiben, weil 1 plus 0 plus 1 gibt 0 Übertrag 1. Hier gilt das Gleiche und dann haben wir wieder das Gleiche und jetzt haben wir hier die 1 plus das Fragezeichen plus 0, das heißt, das Fragezeichen muss zu 1 werden, damit wir wieder 1 plus 1 gleich 0 Übertrag 1 bekommen. Und hier das Gleiche und hier das Gleiche. Damit hätten wir die Zahl gefunden, die wir zu unserer 29 binär hinzuzählen müssen, damit als Ergebnis 1 und 8 mal die 0 rauskommt. Und dieses Konstrukt, was wir jetzt als rotes hier hingeschrieben haben, neben dem Plus, nennen wir das Zweierkomplement. Und das Zweierkomplement kann man relativ einfach bilden, indem man einfach sagt, eigentlich hätten wir bei unserer 29, also der 1, 1, 1, 0, 1, nur jedes Bit invertieren müssen. Also jeder 1 wird die 0 und aus jeder 0 wird die 1. Das heißt, wir haben immer in einer Spalte die 0 und die 1. Ergibt dann zwangsweise als Summe 8 mal die 1. Und die nächsthöhere Zahl ist die 1, 8 mal die 0.
Das heißt, wir müssen jedes Bit invertieren und nochmal eins dazu zählen. So würde man das Zweierkomplement bilden. So, also, damit haben wir jetzt schon mal eine einigermaßen sinnvolle Erklärung, warum wir überhaupt Datentypen brauchen. Wir müssen nämlich wissen, wie viel Speicher brauche ich denn? Wenn wir jetzt hier nur Zahlen zwischen minus 128 und 127 brauchen, dann reichen uns 8-Bit, sprich eine adressierbare Speicherzelle. Nächste Frage ist, wie greife ich denn darauf zu? Also, wie kann ich entsprechend, wenn ich weiß, wie viel Speicher benötigt wird, weiß ich, wie viele zusammenhängende Speicherzellen belegt werden. Also, wenn ich jetzt mehr wie diese 256 Zustände brauche, dann brauche ich natürlich mehrere nebeneinander hängende Zellen und da muss ich dann in irgendeiner Form darauf zugreifen können. Dann ist natürlich noch wichtig, wie interpretiere ich denn die Bits? Ja, also unser Zweierkomplement, was wir gerade gesehen haben, ist ja durchaus eine Interpretation. Das muss man einem erstmal sagen, dass dreimal die 1, dreimal die 0 und dann 1, 1 minus 29 bedeutet. Ja, also das ist auch eine Frage des Datentyps. Wenn wir jetzt ohne Vorzeichen arbeiten würden, dann wäre das eben nicht die minus 29, sondern, keine Ahnung, irgendwas im Bereich von knapp über 200. Dann gibt es noch eine ganz wichtige Kategorisierung. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir, wenn wir Datentypen haben, wann wir diesen Datentyp festlegen. Ja, man sagt, wenn ich während der Kompilierzeit den Typ festlege, also in meinem Code, dann sind wir statisch typisiert. Das bedeutet, das System kann bereits während der Compiler gelaufen ist oder nachdem der Compiler gelaufen ist, ist Strategien festlegen, wie man denn das Speichermanagement durchführt. Das ist das statisch typisierte. Dynamisch typisiert bedeutet, während der Laufzeit wird typisiert und das passiert im Prinzip während der Zuweisung. Und das ist natürlich langsamer, weil während der Zuweisung dann noch Speichermanagement betrieben werden muss, was ich bei statisch typisierten Programmiersprachen bereits ja, beim Start des Programms durchführen kann, weil eben im Kompilat schon feststeht, welche Datentypen ich wann wo brauche. Dann wollen wir uns das Ganze mal in Aktion in einem Java-Code angucken. Wenn wir jetzt unser Java-Programm, das gehen wir mal davon aus, es das heißt MyTest, starten, dann wird als allererstes die Codezeile hier ja, ausgeführt, interpretiert, also die Intermediate Language wird interpretiert. Und jetzt sagt er, aha, ich habe eine Variable b, die ist vom Typ Byte. Das nennt man Deklaration. Und diese Deklaration bewirkt, dass im Speicher ein freier Speicherplatz gesucht wird. Also ein Speicherplatz, der noch nicht von anderen Variablen oder sonst irgendwelchen Konstrukten belegt wird. Jetzt findet jetzt der Rechner hier diesen freien Speicherplatz und verbindet sozusagen diese Variable b mit diesem freien Speicherplatz. Im zweiten Schritt lege ich jetzt hier einen Wert, in dem Fall 127. Das heißt, was auch immer da drin stand in dieser Speicherzelle, wird jetzt mit diesem Wert überschrieben. Und die initiale Belegung dieses reservierten Speicherplatzes durch die Deklaration nennen wir Initialisierung. Jetzt ist Java als Beispiel eine Programmiersprache, die eine Initialisierung erzwingt. Das heißt, selbst wenn ich also wenn ich jetzt nur eine Variable deklarieren würde und danach versuchen würde, den Wert auszulesen, würde es nicht gehen. Ich muss zuvor einen Wert hineinlegen. Ich muss zuvor initialisieren. Es gibt Programmiersprachen, die verlangen das nicht. Beispielsweise C, bei den meisten Compilern verlangt das nicht. Und was ich dann finden würde in der Speicherzelle ist, was auch immer zufällig vom Vorgänger dort hinterlassen wurde. Aber in Java muss ich initialisieren. So, wichtig ist jetzt, dass ich verstehe, was diese Variable eigentlich ist, nämlich ein benannter Verweis auf den Speicherplatz, der ihr zugewiesen wurde. Das heißt, in meinem Programm, in meinem Source Code greife ich jetzt auf diese Speicherzelle, die an der Adresse 3.4 hinterlegt wurde, mit Hilfe dem Variablennamen b zu.
Das ist deswegen wichtig, weil während des Schreibens meines Codes, also vor dem Kompilieren und Ausführen, weiß ich ja gar nicht, an welcher Stelle der Computer einen freien Speicherplatz finden wird. Also muss ich eine Abstraktion schaffen und das ist jetzt die Variable. Ja, also B ist nichts anderes wie ein Verweis auf eine Speicherzelle, die ich erst zur Laufzeit zugewiesen bekomme. So, jetzt haben wir hier die Werte 0 und 7 mal die 1 drin. Das wäre die Dezimalzahl 127. Der Befehl System OutprintLine würde jetzt eben diese 127 ausgeben. So, in der nächsten Zeile mache ich jetzt was. Ich erhöhe den Wert in der Variablen b um 1. Dadurch steht jetzt hier die 1 und 7 mal die 0 in meiner Speicherzelle. Und das ist jetzt wiederum ein Zweierkomponent. Warum? Weil das linke Bit auf 1 ist. Ich habe vorhin gesagt, beim Zweierkomplement kann ich an dem linken Bit ja auch erkennen, dass es sich um eine negative Zahl handelt, aber eben Zweierkomplement und nicht als solche Zahl. Also es ist nicht minus 0, sondern, jetzt muss ich rückrechnen, wir haben gesagt, das Komplement bildet man durch die Invertierung aller Bits und dann das Hinzuzählen von 1. Und somit komme ich auf die tatsächliche Zahl, die negativ ist, indem ich das rückwärts mache. Das heißt, ich ziehe erstmal die 1 ab und da lande ich jetzt bei 0. Und dann 7 mal die 1. Und danach kippe ich wieder alle Bits um, also jede 0 wird eine 1 und umgekehrt. Und dann steht hier 1, 7 mal die 0. Und das ist jetzt binär die Zahl 128. Das heißt, in meiner Variable b muss jetzt die Zahl minus 128 stehen. Wenn wir das ausgeben, sehen wir tatsächlich, minus 128 ist in unserer Variablen drin. So, jetzt können wir den Spaß nochmal machen. Wir können nochmal um 1 erhöhen. Und jetzt ziehe ich hier wieder meine 1 ab und habe dann 1, 7 mal die 0. Ich negiere wieder und bin jetzt auf 0, 7 mal die 1. Und das ist die Zahl 127. Und genau das wird auch wieder entsprechend ausgegeben. Somit haben wir jetzt ja, das Verhalten der Byte-Variable in Java einigermaßen verstanden. Wir wissen, wie er jetzt überläuft und wir verstehen, wie das intern abgebildet ist. Ja, jetzt haben wir Byte in Action gesehen und jetzt gucken wir uns ein paar Eckdaten an. Der Datentyp, und zwar, das gucken wir uns jetzt in Java an, das funktioniert in den anderen Programmiersprachen ähnlich, da heißen die Datentypen ein bisschen anders, aber grundsätzlich mal können wir uns daran orientieren. So, Byte hat einen Speicherbedarf von, wer hätte das gedacht, einem Byte oder 8 Bit. Jetzt haben wir gesehen, wir haben den Wertebereich, den wir mit 8 Bit darstellen können, eben 256, in zwei Hälften geteilt. Das heißt, der kleinste Wert ist minus 2 hoch 7, also minus 128. Der höchste Wert ist dann 2 hoch 7 minus 1, das wäre die 127. Das heißt, wir haben 2 hoch 7 negative und 2 hoch 7 positive Zahlen, weil 0 ja zu den positiven zählt. So, Konstantwert, damit meine ich, wie kann ich denn eine konstante Zahl in meinem Code hinterlegen? Und da schreibe ich einfach nur die Zahl hin. Also Byte b ist gleich und die Zahl 127 wird automatisch als Byte-Zahl interpretiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Konstantwerte, die wir in unserem Code hinterlegen, am Ende des Tages als Speicherwert irgendwo im Rechner liegen müssen. Also müssen auch Konstantwerte typisiert sein. In dem Fall würde jetzt der Compiler erkennen, aha, ich habe hier eine Byte-Variable, es kommt eine 127, also muss 127 als Byte interpretiert werden. So, Short wäre jetzt der nächstgrößere Datentyp für ganze Zahlenwerte. Und hier haben wir jetzt 2 Byte oder 16-Bit Speicherbedarf. Und damit können wir jetzt auch den Minimalwert berechnen, indem wir einfach sagen, 2 hoch 15 minus wäre minus 32.768 und Maximum wäre jetzt 2 hoch 15 minus 1. Ja? So, Konstantwert, wie bei Byte auch, hier schafft es der Compiler automatisch den richtigen Datentyp zu identifizieren. Das nächste ist Int oder Integer.
Int hat 4 Byte Speicherbedarf, also 32 Bit. Und damit habe ich jetzt den Maximalwert von circa minus 2 Milliarden, also minus 2 hoch 31. Der Maximalwert ist jetzt zwar auch 31 minus 1 und der Konstantwert ist ganz normal die Zahl. Soweit ja erstmal nichts Besonderes. Integer ist in Java so der Feld-, Wald- und Wiesendatentyp. Also immer wenn ich ganze Zahlen brauche, nehme ich im Regelfall Integer. Nur wenn ich sehr, sehr viele Daten vom gleichen Datentyp habe und die sind sehr viel kleiner als Int, dann würde ich auf Short oder auf Byte gehen. Short wird ja immer noch relativ häufig für die Programmierung von Grafikkarten oder die Kommunikation mit der Grafikkarte genutzt und Byte meistens beim Lesen von Bytes aus dem Filesystem. Und das ist zugleich so ein bisschen Kritikpunkt gegenüber Java, weil Java Bytes immer als signed, also mit Vorzeichen interpretiert und man beim Lesen vom Filesystem eher ohne Vorzeichen arbeiten möchte. Aber da gibt es dann Techniken, wie man das einigermaßen ausgleichen kann. So, der letzte Datentyp ist Long, zumindest für Java. Der hat jetzt 8 Byte oder 64 Bit Speicherbedarf und da landen wir jetzt bei minus 2 hoch 63 bis 2 hoch 63 minus 1 an Wertebereich. Und hier kommt es das erste Mal der Punkt, wo wir einen Konstantwert eben noch mal ein bisschen anpassen müssen. Das heißt, wir haben hier einen Postfix, den wir hinterlegen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt hier 214743648 nur hinschreibe, dann würde er versuchen, es als Integer zu interpretieren und sagt, die Zahl ist zu groß für Integer. Also muss ich hier ein kleines L dahinter schreiben, damit der Compiler weiß, jupp, es ist eine Long-Zahl und damit kann ich eben einen Wert oder über die Integer-Grenze von 647 am Ende gehen. So, was jetzt noch wichtig ist, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt Programmiersprachen, die auch variablen Datentypen ohne Vorzeichen realisieren können. Also wie gesagt, C, C++, C-Sharp können das. In Java geht es nicht, da hat man darauf verzichtet. Ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, auch hier, es ist nicht so problematisch, man kommt damit zurecht. Ja, dann gucken wir uns mal Gleitkommazahlen an als nächstes. Und zwar beginne ich jetzt einfach mal mit irgendeiner Zahl, wobei das streng genommen keine Gleitkomma, sondern eine Gleitpunktzahl ist, weil im englischsprachigen Raum der Punkt die Trennung ist und nicht das Komma wie bei uns. So, und deswegen heißt es auch Floating Point. Gut, das Ganze wird aber nicht so notiert. Ich habe es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingeschrieben, sondern in der wissenschaftlichen oder physikalischen Schreibweise. Hier baut man sich die Zahl aus zwei Komponenten zusammen. Einmal haben wir hier die Basis. Das ist die 10, weil wir im Zehnersystem oder Dezimalsystem arbeiten und den Exponenten. Damit wissen wir, aha, mal 10 hoch 2, also mal 100. Und das bestimmt dann, an welcher Position am Ende das Komma liegen wird oder der Punkt in dem Fall. Und vorne ist die Mantisse. Die Mantisse ist die eigentliche Zahl ohne Kommabestimmung. Das heißt, ich habe einfach nur die Zahl und multipliziere sie dann mit der 10 hoch 2. Wie wird die Mantisse gebildet? Man sucht sich die erste Stelle in der Zahl ungleich 0. In unserem Fall ist es die 1 von 1, 2, 3. Aber wenn es auch die Zahl 0,0567 heißen würde, dann würde bei 0,0567 die 5 vorne stehen. Also die erste Zahl, die ich finde, die nicht 0 ist, von links beginnen, die wird dahin geschrieben. Und das ist dann irgendeine Zahl zwischen 1 und 9. So, das wäre dann die Position, die Zahl. Und wie gesagt, mit mal 10 hoch 2 mal 100 verschiebt sich das Komma um zwei Stellen nach rechts, also zwischen 3 und 4. Dann haben wir die gleiche Zahl stehen wie links. Ja, das Blöde ist aber, im Speicher muss das alles binär kodiert werden. Also hat man sich was überlegt. Man hat jetzt quasi diese Informationen, die wir hier haben, in ein Binärmuster reingelegt. Für Floating Point oder Float-Variablen sind es 32 Bit, also man hat 32 Bit Platz. Und da gibt es jetzt hier die Mantisse und die hat eben die meisten Bits verpasst bekommen und dann gibt es den Exponent. Ich
So, der Exponent ist jetzt eben das, was bei der 2 in dem Fall hoch irgendwas steht. Und das kann eine negative, eine positive Zahl sein. Das ist allerdings kein Zweierkomplement, sondern da wird einfach eine Zahl stetig abgezogen und damit hat man den Wert. Ist jetzt für die Umsetzung oder für die Nutzung nicht ganz so wichtig, aber es ist keine Zweierkomplementärzahl, sondern man zieht einfach einen Wert ab. Fertig. So, jetzt haben wir hier aber ein Novum. Und zwar haben wir hier tatsächlich ein Vorzeichen-Bit. Das heißt, es müsste die minus 0 existieren. Das heißt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit hier, ich sag mal, mit einer natürlich endlichen Genauigkeit an die 0 von links und rechts ranzugehen. Schauen wir uns das mal im Code an. Wir haben jetzt hier eine Float-Zahl, die ist jetzt 0. Und ich multipliziere diese Zahl jetzt mit 1, mit minus 1 und schreibe sie wieder in MyFloat rein. Und wenn ich das laufen lasse, dann sehe ich, aha, hier ist tatsächlich die minus 0,0 möglich. Wie gesagt, das Ganze hat mathematische Gründe, weil man tatsächlich sich an den 0 von der positiven und der negativen Seite annähern kann. Die Mathematiker wissen das vielleicht mit Limes. Und so hat man das entsprechend auch umgesetzt. Ja, dann können wir nochmal einen kleinen Test machen. Wir können jetzt hier beispielsweise Float mit 0,2 F machen. F ist der Postfix für Float-Zahlen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und wir multiplizieren jetzt die Zahlen 0,2 mit 0,16 Float und schreiben es wieder in MyFloat zurück. Und dann sehen wir, das ist die 0,032, was wir auch im Kopf hätten hinkriegen können. Jetzt kommen wir aber zum kleinen Problemfall. Und zwar habe ich jetzt die 0,4 und multipliziere die mit 0,1 und dann müsste ja eigentlich 0,04 rauskommen. Wenn wir das aber durchführen, sehen wir hier so eine komische 3 am Ende. Das heißt, irgendwas ist hier schiefgelaufen, beziehungsweise irgendwas, ja, funktioniert nicht so, wie man es denn erwarten würde, sagen wir es mal so. Und um das zu verstehen, gucken wir uns jetzt mal Folgendes an. Diese 0,4 ist ja eine Gleitpunktzahl. Und die ist jetzt für die Erklärung erstmal nicht so wichtig. Ich versuche das Konzept jetzt mal an einer einfacheren Zahl zu erklären, auch wenn die auf den ersten Blick nicht einfacher aussieht. Aber das Konzept lässt sich hier sehr viel besser darstellen. Und zwar die 0,8125. So, wie bilde ich diese Zahl? Wir wissen ja, dass unsere Nachkommastellen mit 2 hoch minus 1, also ein halb, dann 2 hoch minus 2, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter aufgebaut werden muss. Und die 0,8125 kann ich aus 0,5, 0,25 und 0,0625 aufbauen. Weil wenn ich das zusammenzähle, kommt wieder die 0,8125 raus. Das heißt, binär würde die Zahl wie folgt aussehen. 0,1101. Das wäre jetzt die binäre Darstellung der Dezimalzahl 0,8125. So, jetzt müssen wir das noch ein bisschen umbauen in die wissenschaftliche Schreibweise. Ja, wir haben auch hier die Situation, dass die erste Zahl, die nicht 0 ist, vor dem Komma steht und danach alle anderen nach dem Komma. Nachdem wir aber in der binären Zahl oder in der binären Welt nur die 1 und die 0 kennen, muss immer vor dem Komma oder Punkt die 1 stehen. Und das heißt, ich kann eigentlich auch darauf verzichten. Ich muss es nicht speichern. Das ist so das Hidden Bit, sagt man auch dazu. Ja, weil ich weiß, jede Zahl ist immer in der wissenschaftlichen Schreibweise beginnt immer mit einer Zahl ungleich 0 und es ist im Binär immer die 1, also muss ich sie auch nicht abspeichern. So, das aber nur nebenbei. So, ja, jetzt gucken wir uns das mal an, wie die Zahl auch anderweitig aufzubauen ist. Wir können nämlich jetzt Folgendes sagen. Wir können jetzt diese 0,8125 mit 2 multiplizieren. Dann kommt 1,625 raus. Dann können wir also was nach dem Komma steht, wieder mit 2 multiplizieren, kommt 1,25 raus. Und die 2,5 multiplizieren wir wieder mit 2. Ja, und ja, das, was dann hinten rauskommt, ist die 0,5 und das multiplizieren wir wieder mit 2. Und hier kommt jetzt genau 1,0 raus.
Das heißt, das wäre jetzt die Binärkomponenten aus meiner Dezimalzahl. Wer sich das mal genauer anschauen möchte, vielleicht werde ich da irgendwann nochmal, wenn Bedarf ist, ein Video dazu machen, warum das so ist. Das kann man eigentlich mit den Dezimalzahlen relativ schön darstellen. Aber jetzt haben wir das erstmal in der Form dargestellt. Was wir jetzt sehen, ist, dass an der rechten Seite nach dem ist gleich immer vor dem Komma eine 1 oder eine 0 steht. Und das sind genau die Zahlen, die wir hier für unsere Mantisse brauchen. Die 1, die 1, die 0 und die 1. Und so rechnen wir aus einer Gleitkomma oder den Gleitkomma-Bereich einer Dezimalzahl, rechnen wir den um in einen Binär-Gleitkomma-Bereich, also in den Nachkomma-Stellenbereich. So, also jetzt haben wir das Konzept gesehen. Es funktioniert bei der 0,8125. Jetzt probieren wir das bei der 0,4. So, was machen wir? Wir haben hier die vor dem Komma auf jeden Fall die 0 Komma stehen, logischerweise, weil die Zahl 0 als Grenze ist im Binär- und im Dezimalsystem natürlich gleich 0,0. So, das heißt, wir müssen uns nur um die Nachkommastellen kümmern. Und jetzt machen wir genau das gleiche wieder. Wir multiplizieren den Nachkommateil mit der 2. So, also ist 0,8. Dann übernehmen wir die 0 und multiplizieren den Nachkommateil wieder mit 2, ist 1,6. Die 1 übernehmen wir und die 0,6 multiplizieren wir wieder mit 2. Die 1 übernehmen wir von 1,2 und die 0,2 multiplizieren wir wieder mit der 2, kommt 0,4. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem, weil die 0,4 hatten wir ja schon mal, und zwar da oben. Das heißt, jetzt müssen wir streng genommen diese ganze Rechnung, diese Folge der Rechnungen wieder durchführen und hätten nach dem 0,110 wieder 0,110 und dann nochmal 0,110 und nochmal 0,110. Und das Ganze können wir jetzt unendlich oft weiterführen, weil wir werden nie zu einem Ende kommen. Und sowas kennen wir in der Dezimalwelt auch. Wenn wir beispielsweise 1 geteilt durch 3 rechnen, kriegen wir 0 Periode 3. Und genau das haben wir hier auch. Wir haben 0 Periode 0110. Das heißt, wir können die 0,4 Dezimal im Binärsystem gar nicht darstellen. Es geht nicht. Wir können es nur annähern durch die Periode. Allerdings gibt es keinen Fleck für Periode. Insofern müssen wir die vorhandenen Bits oder die zur Verfügung stehenden Bits in der Mantisse eben mit 0,1101101101 auffüllen. Beziehungsweise streng genommen müsste ich ja mit der 1 anfangen und den Rest dann mit der Kommaverschiebung machen. Aber wir können es nur mit einer gewissen Präzision darstellen, diese Zahl 0,4. Und deswegen spricht man bei Float auch von Single Precision Zahlen. Das wäre soweit jetzt der Grund, warum diese Rechnerei mit dieser 0,4 so komische Ergebnisse gegeben hat. Und alle anderen Zahlen, die eben auch nicht exakt darstellbar sind, die haben halt ein ähnliches Phänomen, dass eben bei Berechnungen das dann in der Form schiefläuft. Sehen wir uns die Eigenschaften der Floating-Point-Variablen mal an. Wir beginnen mit dem Datentyp Float, der 4 Byte Speicher Bedarf hat. Also 32 Bit werden belegt. Von diesen 32 Bit haben wir 8 für den Exponenten und 23 für die Mantisse. Da kommt jetzt doch das Hidden Bit dazu, weil wir die erste Stelle der Mantisse ja nicht speichern müssen. Und was insgesamt noch hinzukommt, ist dann das Vorzeichen-Bit, das heißt 8 plus 23 plus das Vorzeichen-Bit wären dann die 32. Der Exponentenwertebereich geht von 10 hoch plus bis 10 hoch minus 38, jetzt als Dezimalzahl ausgedrückt. Und die Anzahl der Stellen, der Dezimalstellen der Mantisse wäre 7. Das heißt, das wäre jetzt sozusagen die Präzision, mit der wir hier arbeiten können. Konstantwerte haben wir gesehen, dass wir hier hinten das F für Float-Werte hinschreiben müssen. Und damit haben wir eigentlich jetzt den Float-Datentyp abgehakt. Demgegenüber steht der Double-Datentyp, der hat, ja, wie der Name schon sagt, doppelt so viel Speicherbedarf, nämlich 8 Byte.
Hier werden 11 Bits für den Exponenten und 52 Bits für die Mantisse benötigt. Auch hier braucht man natürlich das Hidden Bit nicht zu speichern und hinzu kommt dann noch das Vorzeichenbit. Der Exponentenwertebereich geht von 10 hoch plus bis 10 hoch minus 308 und wir haben 15 Stellen an der Mantisse. Konstantwerte brauchen wir keine, weil wir üblicherweise mit Double arbeiten, wenn wir mit Gleitkommazahlen arbeiten, zumindest in Java. So, damit wären wir jetzt eigentlich durch, aber jetzt gibt es noch eine Sache, die wir besprechen müssen, weil sonst wäre das Thema Datentypen nicht vollständig. Dazu wechseln wir mal auf eine andere Programmiersprache, nämlich JavaScript. JavaScript ist eine dynamisch typisierte Programmiersprache und ich habe ja eingangs gesagt, wir brauchen eigentlich immer Datentypen, nur bei JavaScript wird es nicht festgelegt. Und die Frage ist, wie funktioniert es hier eigentlich? Gut, schauen wir uns hier mal eine Deklaration an. Wir haben hier let myVar ist gleich 2, das heißt, wir haben eine Deklaration einer Variable mit let und dann Variablenname und mit ist gleich 2 haben wir dann die Zuweisung. So, und was jetzt hier in der nächsten Zeile passiert ist, wir geben den Datentyp einfach aus. Also type of ist der Operator in JavaScript, wie wir den Datentyp feststellen. Und was wir hier sehen, ist, dass hier der Datentyp Number ist. Interessant, das Randdetail JavaScript kennt keine Datentypen für ganze Zahlen, sondern nur Number und das ist faktisch ein Gleitkomma-Zahlentyp. Im Wesentlichen das, was wir als Float oder Double sehen. So, jetzt, wie wird jetzt dieser Datentyp eigentlich festgelegt? Also woher weiß JavaScript, dass es sich um einen Number-Datentyp handelt? Das passiert über die Zuweisung. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diese Variable myVar eine Zahl zuweise, und das ist jetzt hier insofern klar nachvollziehbar, weil es fehlen die Anführungsstriche, also es ist kein String, also muss es eine Zahl sein. Dann weiß JavaScript, jo, ich mache jetzt aus meiner myVar-Variable eine Variable vom Datentyp Number. Wenn wir jetzt hier eine neue Zuweisung machen, also in dem Fall Zuweisung als String, dann sehen wir hier bei der Ausgabe vom Datentyp eben, dass es hier auch ein String ist. Das heißt, JavaScript ermittelt bei Zuweisung den Datentyp und passt den eben entsprechend der Variable dann auch an. Und zwar tatsächlich wird von einer existierenden Variable, wie wir es gerade gesehen haben, der Datentyp dann einfach ausgetauscht. Eben myVar ist zuerst Number und danach ist es dann der Datentyp String. Und insofern bleibt die Aussage vom Anfang eben bestehen. Wir brauchen zwingend Datentypen, weil eben sonst der Rechner nicht weiß, was er mit den Werten machen soll. Die Frage ist jetzt, ist es besser, dynamisch typisiert zu sein als statisch? Und bescheiden sich jetzt ein bisschen die Geister. So für die Anwendung einer Programmiersprache ist natürlich die dynamische Typisierung praktischer. Der Computer versucht eben zu erraten, was ich von ihm eigentlich will. Auf der anderen Seite ist die statische Typisierung sehr viel sicherer beim Programmieren. Man macht weniger Fehler, weil man einfach klipp und klar sagt, was man da eigentlich haben möchte. So, ja, das war's jetzt zu diesem Video. Ich habe jetzt hier die anderen Datentypen, primitiven Datentypen wie Character, wie Boolean etc. außen vor gelassen, weil das für mich jetzt hier an der Stelle nicht wirklich wichtig ist. Wichtig war mir, dass man versteht, warum wir Datentypen brauchen, warum eben der Rechner intern mit den Datentypen arbeiten muss, egal ob es statisch oder dynamisch typisiert wird. Und ja, dass man so ein bisschen vor allem bei den Zahlen das Verhalten der Datentypen eben nachvollziehen kann, weil wenn man das nicht kann, dann kriegt man eben ziemlich lustige Ergebnisse, wie wir zum Teil auch gesehen haben. Ja, das war es dann von meiner Seite. Das nächste Video wird vermutlich sich um das Thema Arrays und ArrayList und Hashtable kümmern. Aber das, ja, werden wir sehen. Insofern dranbleiben wie immer und bis zum nächsten Video.